Hi Leute, was geht? Videogame Promotion wieder am Start. Heute mit einer kleinen Überraschung und einem Dankeschön an all euch Zuschauer. Falls ihr unsere Gamescom-Berichterstattung gesehen habt, wisst ihr, dass wir die Game One-Redaktion getroffen haben. Hier nochmal kleine Beweisfotos. Guckt euch nur diesen braun gebrannten Booty an. Mein Tipp, Molle! Back to topic. Wir haben nicht nur Fotos gemacht, sondern auch Autogramme gesammelt. Der Clou ist, dass wir einen Tag vorher durch die Kölner Innenstadt gelaufen sind, um die hässlichste Karte, die Köln zu bieten hat, zu finden. Mission erfolgreich. Guckt euch mal dieses Photoshop-Massaker an. Die Karte hat wohl einige Regentage durchgemacht, wie ihr hier an diesen gelben Flecken gleich seht. Aber warte, Ikit, sind das nicht Autogramme auf der Rückseite? Ja, Siki, es ist unglaublich. Alle Game One-Redakteure, die wir getroffen haben, haben sich auf dieser Karte verewigt. Das ist pure Ironie zum Anfassen. Die hässlichste Karte ever. Auf der Rückseite Autogramme der besten Redaktion der Welt. That's right. Wir könnten das Ding jetzt natürlich bei eBay reinsetzen, aus den resultierenden Milliarden nach Kuba fliegen, Zigarren aus Geldscheinen drehen und uns ein schönes Leben machen. Aber nein, so sind wir ja nicht. Unser Motto lautet schließlich von Geeks für Geeks. Deswegen schenken wir dir diese Postkarte. Ah, so einfach ist natürlich auch wieder nicht. Wenn du diese millionenschwere Karte dein eigen nennen willst, musst du folgenden Satz in den Comments zu Ende führen. Wenn ich die Jungs von Game One treffe, dann... Einsendeschluss ist der nächste Montag, also der 13.09.2010, und wir werden dann entscheiden, wer die beste und kreativste Antwort geschickt hat. Das Video wird bei der Game One Playtube und YouTube hochgeladen. Also, denk dir was aus, denn die Konkurrenz schläft nicht. Es wird pro User auch nur der erste Comment gezählt. Also denk dir vorher aus, was du posten willst und denk nicht, dass du mit 15 Spam-Comments bessere Chancen hast. See you next Monday.